Hallo, im letzten Video haben wir gewisse Werte gehabt, die für alle gelten. Und die haben wir dann hier irgendwo abgelegt in einer Zelle und haben dann die Zellbezüge in unsere Kalkulation verwendet. Es war alles eigentlich in Ordnung mit der Kalkulation und mit der Handhabung der ganzen Sache, nur diese Werte in einer Tabelle abzulegen, ist ein bisschen nicht ganz sauber, weil es kann sein, dass diese Werte auch in anderen Tabellen verwendet werden. Und zudem ist es dann immer, wenn man jetzt die Werte aktualisieren will, ist es immer schwierig, diese Werte in so einer Arbeitsmappe, nehmen wir an, man hat hier eine Arbeitsmappe mit mehreren Tabellen. Es ist schwierig, immer die Werte zu finden und zu wissen, wo die gelten. Deswegen ein sauberes Prinzip, das man in Excel verwendet, ist, dass man alle Werte, solche Werte wie jetzt Stunden, also die für alle gelten oder sagen wir mal für eine große Gruppe gelten, die legt man in ein separates Blatt. Das heißt, ich erstelle mir hier ein neues Blatt. Das nenne ich zum Beispiel Referenzwerte. Man kann es nennen, wie man will. Ich nenne es mal jetzt Referenzwerte. Und darin kommen dann die Sachen, Stundensatz und Ausgaben. Okay? Also hier zum Beispiel Stundensatz und Ausgaben. Ausgaben. Und ich glaube, Stundensatz war zum Beispiel 50 und die Ausgaben 65. Okay? Und das heißt, man ändert dann die, man macht diese Werte, das braucht man dann nicht mehr. Man löscht das und man erstellt die Formel. Die Formel bezieht sich jetzt nicht mehr auf Zellen in dieser Tabelle, sondern auf Zellen in dieser Tabelle. Ja, und das ist jetzt, was für uns neu ist. Wir werden jetzt eine Formel erstellen, die Zellbezüge aus zwei unterschiedlichen Tabellen hat. Und von der Handhabung ist es nichts anderes. Also wir fangen mal an. Die Einnahmen sind nichts anderes als Stunden mal. Und wo ist jetzt der Stundensatz? Der Stundensatz ist hier bei Referenzwerte. Und man sieht, sobald ich auf die Tabelle Referenzwerte klicke, erscheint der Name hier mit so einem Ausrufzeichen. Und jetzt, wenn ich auf der Zelle klicke, ist die Zelle auch da. Okay? Und das heißt, der einzige Unterschied ist es nicht mehr, die Formel ist nicht mehr B2 mal B1, sondern die Formel ist jetzt B2 mal den Tabellenname, gefolgt von einem Ausrufezeichen und dann B1. Das muss man gar nicht tippen. Wie gesagt, durch das Klicken erfolgt das dann automatisch. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Dadurch, dass diese Zelle B1 oder dieser Stundensatz für alle gilt, heißt, ich muss immer noch das F4 drücken, dass ich diese Dollarzeichen habe. So, jetzt ist die Formel erledigt. Und ich kann das dann runterziehen. Okay, also die Resultate sind wie vorher. Nur wir haben jetzt die Formel ist jetzt so, dass die B3 kommt aus dieser Tabelle, während der Stundensatz liegt in der Tabelle Referenzwerte. Und das merkt man so diese Zellbezüge hier. So ein Zellbezug heißt, da ist jetzt der Tabellenname, Ausrufzeichen und dann die Zelle. Okay, und so hat man eine Formel gebaut, die Zellbezüge aus zwei unterschiedlichen Tabellen hat. Und man kann natürlich viel komplexere Formeln erstellen, wo die Zellbezüge aus diversen Tabellen kommen. Ja, also man ist nicht immer in einer Tabelle gebunden. Ich mache es hier mit dem Profit genauso. Der Profit sind ja Einnahmen minus Kosten, also Einnahmen minus, wo sind unsere Kosten? Wieder in Referenzwerte und hier sind die Ausgaben. Okay? Und hier wieder, dadurch, dass die Ausgaben für alle gelten, muss ich wieder mit F4 die Dollarzeichen herholen und dann bin ich fertig. Okay, und dann gehe ich wieder hier rein und man sieht hier ist genau wieder dieselbe Form wie hier, dass dieser Zellbezug kommt eindeutig aus der Tabelle Referenzwerte und zwar in der Zelle B2. Okay, und dann kann ich das dann erneut runterziehen. Okay, und so arbeitet man, wenn man jetzt gewisse Werte hat, die für eine Gruppe oder für alle gelten, die legt man dann ab in einer separaten Tabelle. Das wäre die sauberste Option. Und man macht dann alle Berechnungen, sei es in diesem Blatt oder wenn man jetzt mehrere Blätter hat, die sich auf diese Werte beziehen, alle Formeln werden dann nach diesem Muster aufgebaut. Und wie man sieht, man muss gar nichts hier eintippen, man muss nur die entsprechende Tabelle anklicken und dann nachträglich die entsprechende Zelle anklicken und schon hat man das gemacht. Ja, und man darf nicht diese F4 vergessen, wenn die Werte für alle gelten, darf man diese F4-Geschichte nicht vergessen. Okay, und so baut man Formeln, wo die Zellen in unterschiedliche Tabellen liegen.